in Papenburg auf dem Wasser vor der Meierwerft liegt die neueste Kreation der Meierwerft, die einen Hoffnungsschimmer auf das Überleben der Werft bilden soll, die Disney Treasure. Die Disney Treasure ist vor einigen Tagen aus den Docks ins Wasser gebracht worden, wobei schon mehrere hundert Menschen zugesehen haben. Und Anfang September soll das Schiff dann durch die Ems in die Nordsee und von dort aus in die Vereinigten Staaten von Amerika gehen. Die ersten Fahrten im Dezember können schon gebucht werden. Das sind Karibik-Touren, die Disney Treasure dann machen wird. Das Schiff hat 1250 Kabinen und bietet Platz für etwa 4500 Menschen bzw. Passagiere plus Personal. Die Kabinen dort oben beim Captain liegen für diese 10 Tage Karibik-Tour bei 10.000 Euro. Natürlich Vollverpflegung. Die Innenkabinen schlagen für diese Woche laut Anbieter mit 4.500 Euro zu Buche. Natürlich oben die Rutschen, das ist schon gigantisch. Wo man da von rechts nach links und von links nach rechts rutschen kann. Die Innenkabinen dürften schon so gut wie fertig sein. So ein paar Außenarbeiten werden noch gemacht. Und dann warten Tausende von Menschen darauf, dass das Schiff dann in einem Meisterwerk der Navigationstechnik durch die Ems in die Nordsee geleitet wird. Also aktuell noch zu besichtigen auf der Besucherplattform der Meierwerft in Papenburg. Dieser gigantische Kreuzfahrer, der eines der größten Kreuzfahrerschiffe sein soll, das in Deutschland und hier in der Meierwerft produziert wurde. Dann schaut mal schön im Internet Disney Treasure, bucht einen schönen Flug und macht dann die Jungfernfahrt mit diesem Giganten der Meere. Mit viel Spaß auf der Disney Treasure.